Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Morrowind. Abgesehen davon, dass ich wieder zurück ins Spiel kommen will, ist das jetzt auch ein kleiner Test für die Aufnahme. Wenn ihr unten hinschaut, es müsste 4K verfügbar sein und laut Flashshredder, der mir geschrieben hat, ist das mittlerweile der Fall, wenn man in 4K hochlädt, beziehungsweise in diesem Fall 3200x1800, wird nicht mehr wirklich komprimiert. Das heißt, die Qualität, die ihr hier seht, sollte dann in diesem Fall relativ nah an das kommen, was ich direkt auf meinem Monitor sehe. Um die Dateigröße gering zu halten, wird das natürlich ein bisschen komprimiert. Abgesehen davon, lang ist her, wie beim letzten Video zu Beginn, wir müssen für Haus Lalugar heute den Garhautmarkt etwas domestizieren, um freundlich zu sagen. Nilene oder Wayne möchte nämlich, dass wir nach Vivek zu Rolasa Orien in den Marktbezirk gehen und sie davon überzeugen, keine Guarhärte mehr von Haus Ridoran zu kaufen. Kurzes Ding, Haus Ridoran ist ein sehr traditionelles Haus, das habe ich auch schon erwähnt. Die für traditionelle Kultur in Morrowind sind und damit wahrscheinlich auch, glaube ich, wenn ich das richtig rekapituliert habe, eigene Guarhäute herstellen auf Morrowind und die dann vertreiben. Und Haus Lalo ist halt ein marktorientiertes Unternehmen, das importierte Guarhäute verkaufen möchte. Ja, alles klar. Genau, importierte Guarhäute. Okay, probieren wir das mal. Schnellreisefunktion existiert hier nicht. Ach, ich muss hier wieder mit dem Pfeiltasten spielen. Links in der Steuerung und so. Hallo. Das wird jetzt ein bisschen ruckeln. Ich habe das noch irgendwie so im Kopf. Hast du nur Zeit? Ah, habe ich ein bisschen vermisst. Sieht schon toll aus. Muss ich bloß kurz... Oh Gott, diese Framerate. Also es ruckelt nicht nur bei euch so. Lalu ist ja so ein Stresstest. Prinzipiell auch schon im Originalspiel gewesen. Balmora ist so ein Stresstest fürs Originalspiel gewesen. Ich schau mal, Tab war das? Ja. Ah, ich laufe nicht. Wie war das? Ah, hier ein Schläfer. Unter dem roten Berg schläft Fürst Dagoth. Doch wenn er erwacht, werden wir uns alle erheben und der Staub wird hinweggeweht. Diene deinem Herrn Dagoth Ur, das sechste Haus hat sich erhoben. Gute Nacht. Ich möchte nicht, dass du mich angreifst. Ich glaube, das war Tab. Nein? Wie habe ich denn das gemacht? Ah, hier. So, dann können wir wieder ein bisschen schneller hier rumeiern. Ab nach oben. Hallo. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis. Das freut mich. Ab nach Vivek. Wo wollt ihr hin? Dahin. Jetzt muss ich mich natürlich wieder nur orientieren. Mal die Karte kurz. M gibt's hier nicht. Ach, bin ich andere Spiele gewohnt. Welt. Sollte das hier nicht... Ah, jetzt hat... Fremdenviertel müsste das sein eigentlich. Da hat nämlich... Da gibt's den Handelsbezirk. Obere Bodensektion. Außer ich habe mich vertan im Journal. Im Marktbezirk. Ich dachte, das ist dann hier oben der. So, wenn wir schauen. Nep. Hallo. Was wollt ihr? Ab nach oben. So, das hier schaut noch. Nein. Worum geht es? Marcel Morin. Keiner mag mich. Wie schaut's eigentlich hier bei uns aus? Können wir mal kurz nachschauen. Es geht natürlich nicht mehr größer. Ruf 9. Es geht voran. Ansonsten, Fürstenhaus Lalu, Vertrauter, immerhin. Das war, glaube ich, ein Stockwerk höher. Wie ging das? Kann man die denn hier direkt fragen? Hallo? Ja, ich suche jemand Bestimmtes. Muss ich natürlich nur nochmal nachschauen. Ich habe mein kurzer Gedächtnis. Rolasa Orien. Irgendwo im Fremdenviertel, ja. Wie, sie wohnt irgendwo da. Dann schauen wir mal. Ich habe nur wenig Zeit. Wird hier von überall angeballert. Jovashas seltene Bücher. Dann einmal ein Stockwerk nach oben. Obere Bodensektion. Wenn nicht, müssen wir oben aufs Dach. Seid gegrüßt. Nein, Rolasa Orien. War das F5? Ja. Hallo.
Ich warte. 45. Kurze Sache. Abtrünnige Priester. Ist da noch was Sinnvolles? Niet. Ja, ist in Ordnung. Gua heute hier. Wir haben jetzt halt ihr Vertrauen auf 45. Importierte Gua heute sind nicht frisch. Was soll das heißen? Mein Fisch ist nicht frisch. So, Haus Lalu 1 und 1, Geld. So, nächste Sache. Haus Redoran hat seit Jahren meine Gua heute geliefert. Ah, ihr seid großzügig und euer Urteilsvermögen ist gut. Hier nimmst du Geld, mag ich dich. Oh, gut, gut. Ich werde dem Haus Lalu gar heute abkäufen. Jetzt lasst mich abkaufen, jetzt lasst mich in Ruhe. Quest erledigt. Ja. Sollten wir gerade in Vivek sein, wir schauen mal in unser Tagebuch. Ob wir irgendwas Sinnvolles noch haben. Dunkle Bruderschaft nicht. Böthiers Aufgabe sollten wir irgendwann abschließen. Ich möchte gerne Goldbrand haben. Schläfer erwachen bringt nichts. Sulmatul ist auch woanders. Nur noch die mysteriösen Todesfälle. 2 Ordinatoren und 5 Fremdländer wurden in Vivek angegriffen. Hier steht natürlich wieder nicht, wann das war. Es gibt Gerüchte, dass die Wache in der Halle der Gerechtigkeit besorgt ist. Wir könnten mal da hinschauen. Redet schon. Ja, hier ist jeder so unglaublich freundlich zu einem. Versuchen wir mal. Wir müssen dann nach Süden. Ich gehe gerade nach Süden, das passt. Halle der Gerechtigkeit. Da müssen wir weit nach unten. Wir waren noch nicht wirklich so weit unten, glaube ich. Ja doch, wir sind schon mal hier runtergegangen, aber... Bitte lass mich nicht sterben. Na? Funktioniert. Sieht ein bisschen aus wie Tatooine. Also gerade wieder, um euch zu versichern, ich habe gerade 17 Bilder pro Sekunde. Ich denke, das hängt größtenteils damit zusammen, dass ich die Bildweite soweit, also die Bildrate soweit nach oben geschraubt habe. Die, nicht die Bildrate, die Weitsicht. Ich meine, man sieht hier hinten Ebenherz. Normalerweise hört das ja irgendwo hier auf mit der Sichtweite. Ich finde, das ist... Man muss halt immer unterscheiden. Bei so Spielen wie Doom will ich lieber 60 Bilder haben. Morrowind ist jetzt nicht so schlimm. Da soll das von mir aus ein bisschen ruckeln. Dafür kann es prächtig aussehen. Hallo, Ordinator. Das Auge des Gesetzes ruht nie. Gesundheit. Mysteriöse Todesfälle. Nein. Nein. Irgendwas Interessantes. Nein. Die neuesten Gerüchte... Habt ihr schon gemerkt, die Leute bleiben plötzlich bis in den Morgen auf und laufen draußen umher. Die Händler öffnen ihre Läden rund um die Uhr. Wie, wie seltsam. Es ist, als könnten sie keinen Schlaf finden. Oder wollten sie nicht schlafen. Vielleicht gibt es da etwas, was ihnen den Schlaf vergällt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist tatsächlich cool. Diese Selbstironie mit den Öffnungszeiten und die Tatsache, dass kein geregelter Tagesablauf für diese Charaktere im Spiel existiert. Man war sich also der Sache eiskalt bewusst, dass es nicht realistisch ist und hat das trotzdem gemacht. Macht's ein bisschen sympathischer, vielleicht nicht besser, aber trotzdem. Ist mir lieber als in Oblivion. Da kann man halt einfach eiskalt einbrechen in den Laden und die Leute aufwecken und es schert sich keine Sau drum. Dann kann man wieder mit ihnen handeln. Nochmal kurz nachschauen. Ministerium der Wahrheit, ne? Halle der Gerechtigkeit, nicht Ministerium der Wahrheit, das ist hier oben. Dass man es auch einfach so nennt wie bei George Orwell, ist schon lustig. Halle der Gerechtigkeit. Haben wir das nicht schon mal probiert und es ist abgesperrt? Ja. Hi. Wie heißt die Person, die wir nachschauen, bei der wir nachschauen sollen? Dass die Wache der Halle der Gerechtigkeit, dann ist das hier falsch. Hier ist die Wache der Halle der Gerechtigkeit. Rätselkanal ist jetzt nicht wichtig. 7 Gnaden. Wie Wetsch. Hoher Tempel. Irgendwas Sinnvolles. Nein. Agrippina, abtrünnige Priester. Nein. Hä? Hängt das Spiel schon wieder? Nein. Schauen wir nochmal. Halle der Weisheit ist falsch. Wir sind schon richtig. Unterkünfte. Hier ist noch jemand.
Aha, eine besondere Wache. Willkommen in Vivek, was möchtet ihr wissen? Haben wir vielleicht hier Glück? Die neuesten Gerüchte. Ah, hier genau. Was kann zwei Ordinatoren so schnell töten, dass sie nicht einmal ihre Waffen ziehen konnten? Können ihnen die Kehle aufschlitzen. Das ist hier in Vivek passiert. Es muss ein Hexenmeister oder ein Vampir gewesen sein. Die Wache in der Halle Gerechtigkeit möchte nur ungern ihre eigenen Ordinatoren hinter diesen Mörder hinterher schicken. Klar, macht das mit irgendeinem Fremden. Es geht das Gerücht um, dass sich die Wache um die Hilfe Außenstehender bemüht. Ihr seid Fremdländer. Wusstet ihr, dass 5 andere Fremdländer auf die gleiche Weise getötet werden? Was sagt dann das? Alter, die Schrift ist so riesig, wenn man das auf einem 24-Zoll-Bildschirm ansieht. 2 Ordinatoren, ja. Das ist das gleiche nochmal. Ach, dass das Wachbüro nach Hilfe sucht. Hallen der Wache. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hier rein. Muzera. Guten Morgen. Elam Andras. Muzera. Ich brauche jemanden, der eine Entschuldigung überbringt. Gleich. Mein Beruf, ja, Tempel der Kreuzritter. Arbeit. Der Orden der Wache stellt Schreine zur Verfügung. Ja, das ist in Ordnung. Ich hätte gerne die Idee, die neuesten Gerüchte, 2 Ordinatoren. Hier wohl nicht. Schauen wir mal, was du uns anzubieten hast. Ich muss wohl einen über den Durst getrunken haben. Gestern Abend Tribunius Artorius, der Chef der Magiergilde. Diesem arroganten, ich habe ihn einen widerlichen Glatzkopf genannt. Jetzt habe ich einen fürchterlichen Ausschlag. Egal wie viele Tränke oder Zauber ich verwende, ich werde ihn nicht los. Wenn er ihm meine aufrichtige Entschuldigung ausrichtet, lässt er ihn vielleicht verschwinden. Ich würde es selbst tun, aber ich fühle mich nicht gut. Ja, ich gebe euch 50 Draken. Bringt ihm das Buch und sagt, dass es ihm leid tut. Okay. Mystizismus. Haben wir hier Bücher, die wir lesen können und Sinn machen? Irgendwas für Geld? Nein. Du bist im Weg. Du blockst mich, Mann. 75? Nein. Auch nicht gut. Die Chroniken von Enchileft. Sollte man im Hinterkopf haben, dass das hier ist. Also, wir müssen das, glaube ich, noch finden. Dieses Buch in irgendeiner Quest. Da ist auf jeden Fall eins. Elam Adras, die Wache. Grenzen wünsche ich. Die Arbeit, oder habt ihr noch... Ah, hier. In Vivek sind in letzter Zeit 7 Morde passiert. Allen Opfern wurde die Kehle durchgeschnitten. Bei den meisten sah es so aus, als hätten sie sich nicht gewehrt. 5 Ermordete waren Fremdländer. Die anderen beiden Ordinatoren. Die Ordinatoren waren bewaffnet und im Dienst. Ihre Waffen waren noch an ihren Gürteln. Den Opfern wurde nichts gestohlen. Ich kann euch nicht anheuern. Nur Ordinatoren können in der Wache dienen. Doch wenn ihr diesen Mörder findet und ihn tötet, verspreche ich euch persönlich eine beträchtliche Belohnung. Ich verlange keine Selbstverpflichtung und von euch, ich darf offiziell gar keine annehmen. Doch wenn ihr Interesse habt, kann ich euch verraten, was wir über die 7 Opfer und Berichte von Zeugen wissen. Keiner der 5 Fremdländer war länger als eine Woche in Wadenfell. Gott sei Dank, ich bin sicher. 2 der Opfer wurden in den Gängen im Fremdenviertel gefunden. 1 in der Kanalebene im Fremdenviertel, 1 in einem Gang im Lalo-Bezirk, 1 in dem Wasser nahe der Arena. Alle waren bewaffnet, nur einer, der Magier, scheint gekämpft zu haben. Allen wurde die Kehle mit einem Dolch aufgeschlitzt. Bevor die beiden Ordinatoren getötet wurden, dachten wir, es sei vielleicht ein Fanatiker gegen das Kaiservolk. Das ist immer noch möglich. Die beiden Ordinatoren wurden tot in der Nähe des Opfers im Lalo-Bezirk gefunden. Und wir gehen davon aus, dass sie den Mörder zufällig bei seinem Werk störten. Beide waren mit der Kehle mit einem Dolch... Ja, das... Keiner von denen die Waffe gezogen hat, die wiederholen sich in einer Tour. Es lässt entweder auf außergewöhnliche Verstohlenheit oder einen besonders mächtigen Hexe schließen. Die Zeugen sagen, es gibt keine Zeugen, aber im Lalu-Bezirk berichtete ein Fremdländer, dass er etwa zeitgleich mit einem der Morde von einer Dolch bedroht wurde. Es war dunkel und er konnte sich durch die Teleportation in Sicherheit bringen. Somit konnte er uns auch keine genaue Beschreibung geben. Eine dunmerische Frau mit einem Dolch und einem Rock und einer Rüstung aus Netzschleder. Einzige Beschreibung. Ja, ist okay. Wie sieht das denn aus? Fremdenviertel, einer Kanalebene. Okay, kein Zeugen, Frau mit einem Dolch. Oh, dieses Geräusch. Dann quicken wir mal wieder. Nutzen.
nutzen wir etwas Athletik. Nach Norden müssen wir dann. Ja, ich gehe auch. Was bist du denn? Hallo? Sprecht. Was wollt ihr? Einen kurzen Überblick. Heiliger Olms, hier ist Delin. Arena, Bodensektion. Fremdenviertel, Arena, Halalu, Redoran. Ja. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Das Traurige ist ja auch, dass man das da oben kaum sehen würde im Originalspiel. Wegen dem Nebel. Aufgrund des Nebels, um es grammatikalisch korrekt auszudrücken. So, ich glaube, wir sind wieder im Fremdenviertel. Arena, noch nicht. So, wir müssen jetzt mehrere Dinge tun. Zum Beispiel hier ganz nach oben gehen, kurz mit Tribonius reden. Dann haben wir das was hat er eigentlich für ein Buch uns mitgegeben? Ädra und Dädra. Ein schönes kleines Buch, von mir aus. Ab nach oben. Oh, die Sonne geht auf. Wie viel Uhr haben wir es denn? 4 Uhr. Habe ich normalerweise Feierabend. Apropos, ich muss heute arbeiten. Es ist 15 Uhr. In 3 Stunden soll ich mich fertig machen. Noch eins höher, glaube ich. Wir müssen ganz nach oben. So, Magiergilde. So, etwas, das ich für euch tun kann? Ja, wo ist Tribonius? Glück und Grüße für euch. Okay. Hi, Tribonius. Hallo, Cobra. Alles gut? Entschuldigung. Das Buch ist von Tarea. Nun wurde auch Zeit, dass er ein wenig Menschlichkeit lernt. Nichtsdestotrotz berührt mich diese Geste. Hier ist eine Kleinigkeit gegen den Ausschlag und auch eine Kleinigkeit für euch. Vielen Dank. Mhm. Wie ich sehe, befinde ich mich in guter Gesellschaft. Was kann ich für euch tun? Ja. Sprecht. Ich werde es nicht spoilern und dir eine Antwort dazu geben. Dann was hätten wir das. Dummerlin. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Lasst mich nur nicht warten. That's what she said. Wir können hier eigentlich mal gleich rumfragen. Ich habe nur Angst, dass wir da eine Quest bekommen. So. Die neuesten Gerüchte. Oh, ich habe gehört, Barlen Andrano drüben im Redoran-Viertel hat einige Probleme. Er ist Händler. Ja, das werden wir uns nicht merken können, leider. Frau mit einem Dolch. Eine Dunmarin mit Rock- und Netzschlederrüstung mit einem Dolch. Nein, so jemanden habe ich nicht gesehen. Aber ich erinnere mich, dass jemand, vielleicht einer der Arbeiter da unten, etwas von einer Dunmarin erwähnt hat, die er in den unterirdischen Kanälen sah. Nicht wirklich merkwürdig, obwohl es nicht viele Dunmer im Fremdenviertel gibt, aber in den unterirdischen Kanälen, das ist merkwürdig. Da gibt es nichts als Ratten und Astabwasser. Dann kicken wir mal runter. Nein, obere Bodensektion und dann von hier aus in die untere Bodensektion. So, fragen wir doch mal hier ein. Hallo. Nichts. Wie lautet eure Frage? Frau mit dem Dolch. Ja, dann gehen wir mal nach unten. Ich habe eigentlich keine Lust, in die Kanäle zu gehen. Ich könnte etwas schief... Oh, diese Lautstärke. Kann ich das... Was ist denn das hier? Schneiderin? Alles klar. Also es ist für mich genauso laut. Oh mein Gott. Hi. Frau mit dem Dolch. Ich bin doch eigentlich schon in den Kanälen. Schauen wir mal, was die Schneiderin hat. Hallo, Schönheit. Bringt nichts. Ich finde es lustig, dass man die ganzen Nord nach Solstheim fragen kann. Alter! Welche Worte habt ihr mir zu sagen? Gene! Bringt nichts. Ich bin sehr beschäftigt. Könntet ihr euch vielleicht beeilen? Ja. Oh! Hilfe. Da ist eine Ratte und da hinten ist irgendwas, das mir nicht gefällt. Wir speichern mal sicherheitshalber. Hallo Ratte. Ist der Ratte egal? Ich habe kein gutes Gefühl da hinten.
Der Ork gefällt mir nicht. Oh Gott. Das glaube ich nämlich auch. Alter, was kann der alles einstecken, Mann? So, Plan B. Ich mache Ahnenwächter, das ist falsch. Ich hätte gerne Heilung. Ich werde die Karte mal kleiner machen. Und ich weiß, ich kann das immer noch irgendwie auf die Quick-Tasten legen, habe mich immer noch nicht damit befasst. Oh, Lähmung wäre super, aber 33% Chance ist scheiße. Oh, ich bin bei Voltat. Ist okay. Nein. Geh weg. Niemals. Hui. Okay. Kudos an dich. Kudos, dass er bis hier hingekommen ist. Wie machen wir das jetzt am sinnvollsten? Einmal. Hallo. Ach, die Ratte lebt noch. Oh Mann, jetzt habe ich mich auch noch mit irgendwas infiziert. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. So. So, dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Fangen wir an mit Feuerbiss, oder? Was haben wir denn Sinnvolles? Feuerbiss. 2 bis 20 in 5 Fuß auf Ziel klingt gut. Ansonsten jetzt erstmal nichts. Dann fangen wir mal an. Ich kann noch. Kann ich ihm wirklich wehtun? Nee. Hab ich schon gesehen. Okay, der hat wohl... Dann machen wir irgendwas, das ein bisschen mehr Schaden macht. Ich mach dich fertig, keine Sorge. Ja, das könnte sehr knapp werden. Lass dir nur Zeit, Ork. Oh, Ratte. Gott. Okay. Was ist mit dir? Du hast einen Streitkolben, der nicht sonderlich viel wert ist. Knochenharnisch. Leider Gottes rüste ich mich auf schwere Rüstung. Also nein. Voltat könnte ich jetzt nochmal schnell benutzen. Das schaffe ich. Ah. Na gut. Wir rasten mal kurz. Wenn das funktioniert hier unten. In eurem Traum spracht ihr mit einer Gestalt, mit einer goldenen Maske, aber ihr konntet kein Wort von dem verstehen, was sie sagte. Die Gestalt schien freundlich zu sein, aber als sie die Hand ausstreckte, um nach euch zu greifen, gerietet ihr in Panik. Aber ihr konntet euch nicht bewegen. Die Gestalt sprach weiter, aber ihr hattet das Gefühl, dass sie einen Zauber über euch sprechen wollte. Als ihr erwacht, konntet ihr euch nicht mehr erinnern, wie der Traum endete. Kann ich nicht gescheit reisen? In eurem Traum redetet ihr mit einer Gestalt mit einer goldenen Maske. Fürst Nereva Indoril, Hairis Dainir. Lang vergessen, erneut geboren. Drei logen euch an, drei betrogen euch. Einer, den ihr betrogt, war aufrichtig. Fürst Worin Dagoth, Dagoth Ur. Treuer Gefolgsmann und Freund bittet euch, zum Roten Berg zu kommen. Unter dem Berg könnt ihr den Bann brechen, den Fluch brechen und die Envar aus Morrowind vertreiben. Na, endlich. So, speichern. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Ein Schrein. Ich hätte hier gerne noch mit irgendwem gesprochen. Hallo Ratte, da hinten ist irgendwer. Komm ich da irgendwie hinter? Okay, da hinten ist jemand mit einem Rock. Und einem Dolch. Das funktioniert bei denen nicht so gut, denke ich. Ich habe das Gefühl... Ah, ich glaube... Wir schauen mal kurz... Ausdauer absorbieren, Dagoth-Dolch.
Das könnte sein, warum sich keiner wehrt. Das müsste aber mit dem Feuerbiss völlig egal sein. Weil das von der Ausdauer nicht mehr so relevant ist. Ihr seht zwar, dass unten links bei dem Feuerballzeichen... Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, lasst ihm nur Zeit. Mann, ich hoffe, ich muss meine Rüstung bald... Ich denke, ich muss meine Rüstung bald reparieren. Das könnte teuer werden. Dann lässt du dir doch bitte mal Zeit. Ich würde sie gern paralysieren. Mein Gott, bin ich froh, wenn ich ein bisschen besser zaubern kann. Dies wird euer Ende sein, Swit. So. Dagoth-Dolch. Primitiver Bronzeschlüssel. Korpusfleisch. Der Dagoth-Dolch ist an sich nichts wert. Journal. Träume, Träume. Okay. Jetzt muss ich nur nachdenken. Ich hoffe einfach mal. Die Kratte greift doch an. So. Ja, pestkranke Ratte. Ich hätte jetzt keine Lust gehabt, mich mit der Pest zu infizieren. So. Hatte die Namen? Bin ich nur gerade gespannt. Träumerprophet, leider nein. Und nochmal rasten, bis zum geht nicht mehr. Ist das schön, wenn das nicht zeitkritisch ist, alles. Was haben wir denn hier? Kiste. Was ist das für... Stahlspeer des Todes. Papier, Draken. Vielen Dank dafür. Sonst können wir ja nicht viel machen, außer hier reinzugehen und vermutlich zu sterben. Also ich denke, wir sind hier falsch. Und die Frau mit dem Dolch, finde ich, habe ich auch getötet. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob das quasi irgendwie Nachspiel hat. So. Ich meine, schauen wir mal an. Frau mit einem Dolch. Netschlederrüstung ist falsch. Dann ist das nicht die richtige Person. Wir können hier auch niemanden fragen. Wir haben hier alles gefragt, was geht. Und es findet sich niemand hier, der sinnvoll gefragt werden kann. Vielleicht einer der Arbeiter da unten. Das heißt, irgendjemand hier muss doch was Sinnvolles sagen. Ein bisschen traurig. Peinlich ist es. Ganz peinlich. Ihr dürft sprechen. Vielleicht in einer Kneipe. In einer Kneipe befinden sich Arbeiter. Es tut so gut, euch zu sehen. Ach ja, die haben wir ja bestochen mal. Hört mal, lasst mich einfach in Ruhe. Ja, ist in Ordnung. Gruß und Segen. Bringt ihr neue Nachrichten? Du vielleicht. Frau mit dem Dolch. Berichtet euren Freunden von diesem Ort. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch Gruß und Segen. Zimmertür, wen haben wir hier noch? Sprecht. Frau mit dem Dolch. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Ich vermute, du vielleicht. Ihr wollt etwas. Nun, um was geht es denn?
Ich bin ein wenig verwirrt. Sprecht. Ein wenig stark verwirrt. Ja, ich suche was. Hauptsächlich Infos. Ja, bitte. Alle sagen das Gleiche. Sprecht. Yobashas seltene Bücher, die Trankmischerin vielleicht. Muss ich erst die so, so grandios finde ich meinen Aufzug jetzt auch nicht, aber danke. Alchemistin Yobasha. Kann ich euch helfen? Ja. Zwei Ordinatoren. Sonst leider nichts. Das ist auch ein cooler Laden. Direkt ums Eck das Bett. Da weiß man, wie die Leute hier leben. Hey, Yobasha. Nee, Hulila. Es will etwas. Ja. Was will es? Hey, Yobi. Gute mal... Jagd. Ah, die Chronik von Inchelest hatten wir schon. Sonst auch nichts. Das ist nicht cool. Ja. Jetzt bin ich bei der unteren Bodensektion ziemlich durch. Dann gehen wir die obere Bodensektion abfragen. Beißer? Nein. Idonea. Oh, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Geht weiter. Ich meine, die Sache ist ja, es wird gesagt, einer der Arbeiter da unten. Wenn ich jetzt wirklich oben da jemanden fragen muss, ist das irgendwie traurig. Oh, sieht das geil aus, Mann. Ich will mehr so Rollenspiele haben, bei denen die Welt nicht aussieht wie 0815 Herr der Ringe. Ich meine, Oblivion war ja wirklich Textbook-Kopie davon, aber Skyrim hat schon einen schönen Schritt nach vorne gemacht. Ich finde sowas so toll. Also wenn ihr zufällig auch noch ein paar Rollenspiele kennt, die ein bisschen abseits von diesem 0815-Schuss sind, wäre es cool, wenn ihr mir da Tipps gebt. Ah, es sieht so toll aus. Dann schauen wir mal im Platz. Wenn ihr etwas wollt, dann sprecht nur. Ist gar nicht so übel, wenn man es erstmal kennenlernt. Cobra, was ist neu? Ja. Nein. Ich kack ab. Bereit, wenn ihr es seid. Nehmt dies, mein Freund. Ja, ist in Ordnung. Handzettel. Dann schauen wir halt das an. Dann haben wir eine. Er enthält wichtige Informationen. Was steht denn jetzt in diesem Dreckshandzettel? Ein Handzettel. Vorsicht! Treibt keinen Handel mit Aurang Frernis. Sie ist dafür bekannt, sowohl hinterhältig als auch unmoralisch zu sein. Die von ihr benutzten Zutaten sind minderwertig und gefährlich. Brücke den großen Schaden zufügen, als Geschäft um jeden Preis zu umgehen. Einige berichten, ich nahm einen Trank ein und wurde krank, habe mich übergeben. Ihre Zutaten sahen alt und muffig aus, nicht gut für alchemistischen Gebrauch. Diese sollte ausgeweitet und an Höllenhunde verfüttert werden. Natürlich sagt das der Nord Longer F. Okay. Oh mein Gott. Das gucken wir gleich an. Du vielleicht noch. Haben wir dich schon gefragt eigentlich, gell? Ich raste aus. Schmied. Nun, ich höre. Wir haben hier auch keine Arbeiterhalle mehr, oder? Kriegergilde. Du. Frau mit dem Dolch. Es hat hier keine Informationen. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Reparieren. Reparier mal schnell alles. Das kann doch nicht wahr sein. Aber gut. Bevor wir es hier abrappen, zusammenfassen, Bötiers Aufgabe. Schreiendes Bötier, da steht auch keine Zeit dabei. Das ist ein Problem. Jetzt müssen wir hier wirklich, Tagebuch. Wann ist das letzte Mal etwas mit Bötier gewesen? Tag 45, 47 könnte sein, ne? Dass wir ungefähr eine Idee haben.
Diebesgilde Südwall. Südwall, Schmuggel. Pelagier. Schrein des Böthier, Tag 38. Die Arbeitwochen, das heißt Tag 68 ungefähr. Da haben wir noch ein bisschen. Ja, wir haben noch ein bisschen. Okay. Wir wrappen es mal ab. Im nächsten Video versuchen wir, diese ganzen Quests, die wir jetzt in dem Video aufgebaut haben, abzuarbeiten. Bis dann, Leute. Bis dann.